بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch العربية بين يديك und mit الدرس الحادي عشر mit dem 11. Unterricht mit dem Thema الأسرة die Familie. Und hier fangen wir wieder mit einem Text an. Al-Hiwar al-Thani, der zweite Dialog. Unzur, wastami' wa'a'id. Wer das nicht weiß, soll nochmal nachschauen, was das alles bedeutet. Amr, hal hadhihi shajaratun? Ist das ein Baum? Hal ist eben die Frage. Im Deutschen gibt es sowas nicht. هذه, dies oder das, weiblich, شجرتون, ein Baum. Wann weiß man, dass das Wort weiblich ist? Es hat drei Merkmale oder ein von drei Merkmale. Erstens den تا مربوطة, was wir hier bei شجرة sehen. Dann gibt es zum Beispiel noch den Elif und dann ein Hemza. Und den Elif مقصورة. Der Elif Maqsura ist der, wie ein Ja aussieht, aber keine Punkte unten hat. Und der Buchstabe davor hat ein Fetha, wie zum Beispiel Halwa. Da muss man sich vorstellen, dass am Ende ein Ja ist, aber ohne Punkte. Uthman. Naam, hadhihi usratur Rasul. Ja, das ist die Familie des Propheten. Oder des Gesandten, besser gesagt. Sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen soll auf ihm sein. Umar, sallallahu alaihi wasallam. Uthman, hadhihi waliduhu, hadha waliduhu Abdullah. Das ist dein Vater, Abdullah. Natürlich, damit ich mich bewege, kann ich jetzt diesen Spotlight da nicht die ganze Zeit schieben. Deswegen lasse ich den dann immer so. هذا والده عبد الله. Das ist der Vater von Abdullah. Umar. وهذه والدته آمينة. Und das ist seine Mutter آمينة. Und ihr merkt, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Als erstes هذا und dann هذه. هذا, weil Vater männlich ist. Und هذه, weil Mutter weiblich ist. Uthman, وهذا جده عبد المطلب. Und wir haben gesagt, dass جد Opa ist. Das ist sein Opa, عبد المطلب. وهذا عمه العباس. Und das ist sein Onkel, der Abbas. عم ist Onkel väterlicher Seite. Und das muss man unterscheiden. Denn es gibt Am und Amma. Onkel und Tante von der Vaterseite. Khal, Khal und Khale von der Mutterseite. Wäre gut, wenn man das aufschreibt. وهذا عمه حمزة. Und das ist sein Onkel Hamza. Umar, وَهَذَا عَمُّهُ أَبُو طَالِبُ. Und das ist sein Onkel Abu Talib. Uthman, وَهَذِهِ عَمَّتُهُ صَفِيَّة. Und das ist seine Tante Sophia. Umar, وَهَذَا إِبْنُهُ الْقَاسِمُ. Und das ist sein Sohn Al-Qasim. Uthman, وَهَذَا إِبْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ. Und das ist sein Sohn, Abdullah. وَهَذَا إِبْنُهُ إِبْرَهِيمُ. Und das ist sein Sohn, Ibrahim. وَهَذِهِ إِبْنَتُهُ فَاطِمَة. Und das ist seine Tochter Fatima.
Also Ibn, Sohn. Ibna, Mädchen. Man kann auch sagen Walad, aber das benutzt man heutzutage. Früher hat man Walad für beides genannt oder benutzt, also für die männlichen und weiblichen. Aber heutzutage benutzt man Walad für den Jungen und Bint für das Mädchen. وهذه ابنته رقية. Und das ist seine Tochter Ruqayya. وهذه ابنته زينب. Und das ist seine Tochter Zainab. وهذه ابنته أم كلثوم. Und das ist seine Tochter Um Kulthum. Falls irgendwelche Fragen sind, könnt ihr sie stellen oder aufschreiben. Ansonsten gehen wir dann eben zur nächsten Seite. Natürlich sollte man unterscheiden zwischen Um Kulthum des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Um Kulthum, die heutzutage da ist. Weil in Ägypten gibt es, ist vielleicht nützlich zur Information, eine Sängerin, die Um Kulthum heißt und die sehr bekannt ist und das, also jeder hört sie an. Natürlich verstorben, aber man hört immer noch ihre alten Lieder. Subhanallah, das ist Ägypten. So, dann gehen wir zur nächsten Seite. Al-Mufradat al-Ard. Unzur, wastama' wa a'id. Shajara. Jetzt lasse ich euch ein bisschen nachdenken. Was bedeutet Shajara? Baum. Und dann haben wir Adnan. Das ist der Vater. Und auf Arabisch heißt das Walid. Dann Am, Onkel. Amma, Tante. Ibn, Sohn. Ibn, Tochter. Natürlich können wir für den Vater können wir auch Ab sagen. Ab. Elif Ba. Und für den Sohn Walad, wie wir gesagt haben. Und Bint. Dann gehen wir runter zu den Tadribat. So. Tadrib. Sil bayna al-kalima. Verbinde zwischen den Wörtern und dem passenden Bild. Am ma'a as-surati al-thaniya. Onkel. Amma ma'a as-surati al-ula. Mit dem ersten Bild. Shajara ma'a as-surati Athania. Sura. Bild. Ma'a surati al-ula. Dann gehen wir runter. Ibn. Ma'a surati al-thania. Ibna. Ma'a surati al-ula. طبيبة مع الصورة الثانية und طبيبة war nochmal Ärztin. معلمة مع الصورة الأولى Lehrerin. Und hier bleiben wir inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.